Hotel und Spa das Ahlbeck. Ein prachtvoller Hotelbau mit historischer Fassade im Stil der Jahrhundertwende und daran angefügt ein moderner Neubau. Das Ahlbeck, ein sogenanntes Boutique-Hotel und eines der wenigen Hotels auf Usedom mit 4-Sterne-Plus-Niveau. Sein außergewöhnliches Interieur zeichnet sich durch modernes und doch zeitloses Design aus. Junges, freundliches Personal empfängt jeden Gast mit natürlicher Herzlichkeit und Frische. Das Ahlbeck ist ein Nichtraucherhotel und verfügt über 50 modern ausgestattete Zimmer, alle anspruchsvoll in Form und Farbe, meistens auch mit Seeblick. Darunter auch 33 familiengerechte Apartment-Suiten, unter anderem mit 2 Bädern und 2 Schlafbereichen. Ideal also für Freunde oder Freundinnen, die gemeinsam reisen, aber getrennt schlafen möchten. Alle seeseitigen Zimmer und Suiten bieten natürlich einen grandiosen Blick auf die Ahlbecker Seebrücke und die lange Strandpromenade. Das Ahlbeck ist auch ein zertifiziertes Wellnesshotel, und zwar eines der wenigen auf der Insel mit dem Gütesiegel Exzellent. Eine exklusive Atmosphäre also auf 1200 Quadratmetern mit 20 Meter langem Schwimmbad, mit Whirlpool, diversen Saunen, Ruheräumen und begrünter Sonnenterrasse. Wellness à la carte mit speziellen Bädern, Massagen und Körperanwendungen, die auch zu zweit genossen werden können. Die Duo-Lichtklangwanne zum Beispiel mit Schall-, Farb- und Magnetfeldtherapie. Oder die Duo-Sandliege mit 38 Grad warmem Sand und wohltuender UV-Strahlung. Wie auf einer Sonnenwiese, allein und ungestört. Und was wie Totenruhe anmutet, weckt in Wirklichkeit die Lebensgeister. Die Duo Softpack liegen mit Hautpeeling und vitalisierender Körperpackung. Das Beste aber für den Ars Vivendi Genussmensch. Ein Original Bierbad und immer dazu eine Flasche edlen Jean Lain Biers. Der Berichterstatter brachte es auf 3 Bäder hintereinander. Nicht zum Aufwachen, sondern zum Relaxen, die Klangschalentherapie. Eine ganz neue Form der Körperwahrnehmung, auch als Gruppenerfahrung. Sanfte Schwingungen bewirken eine angenehme Zellmassage, aktivieren die Selbstheilungskräfte und bringen dem Körper Ruhe und Entspannung. Kontrastprogramm im großen Fitnessraum mit modernsten Kraft- und Kardiogeräten. Wer aber die sanfte und schonende Bewegung bevorzugt, der beteiligt sich an der täglichen Wassergymnastik. Gut für Muskeln, Gelenke und Kondition. Um die verlorenen Kalorien muss man nicht trauern, denn die lassen sich schnell wieder auffüllen. Im halbrunden Bistro-Restaurant mit seinen verführerischen Abendbuffets und regionalen à la carte Spezialitäten, die vor den Augen des Gastes zubereitet werden. Chef de Cuisine ist der Berliner Carsten Borowski. Er und seine tüchtige Küchenmannschaft lassen sich in ihrer gläsernen Showküche gerne in Töpfe und Pfannen schauen. Der Abend im Ahlbeck gehört also den besonderen Geschmackserlebnissen und der feinen Tischkultur, mit anregenden Gesprächen und einem guten Glas Wein im eleganten holzgetäfelten Kaminzimmer. Hier erfreute sich der Berichterstatter nicht nur der charmanten Gesellschaft der Hoteldirektorin, sondern auch eines feinen Menüs, unter anderem mit Lachs und Rindfleisch in hochwertiger Bio-Qualität. Das ist also die neue S-Klasse im Ahlbeck. Soll heißen, hervorragendes Essen in stilvollem Ambiente, dazu exzellentes Wellness und hoher Wohnkomfort. Frage an die Direktorin, fehlt noch was? Sie haben eigentlich alles getroffen, aber in erster Linie, denke ich, kommt man hierher, um einfach mal abzuschalten, auszuspannen und die Großzügigkeit des Hauses zu genießen, verbunden mit einem wunderschönen, modernen Ambiente. Wir sind ein sehr junges Team. Wir haben ein sehr junges Publikum dadurch auch bei uns im Hause, durch dieses moderne Ambiente. Alt und neu fügen sich hier so gut zusammen, dass wir das auch so schnell an unserer gesamten Ostseeküste nicht wiederfinden. Es ist etwas Besonderes, was hier geschaffen worden ist. Das Besondere mit allen Sinnen genießen und dabei Pläne schmieden für den nächsten Tag. Am Meer, am Strand, mit viel Bewegung in keimfreier Seeluft. Ja, es gibt manchmal Augenblicke, da spürt man, dass man einen Ort gefunden hat, ohne ihn gesucht zu haben. Hotel und Spa, das Ahlbeck, das Boutique-Hotel, das so anders ist als die anderen.